Da sind wir wieder und ich beginne die Folge direkt einmal diesen Schluck Wasser zu trinken. Oh yeah, das hat mir gut getan. Oh, meine Stimme tut immer noch weh. Vor allem tut mir meine Stimme weh. Oh, es laggelt ein bisschen. Ein... Kommt näher. Okay. Wir wollen nicht kämpfen. Stopp, lass mich zurück. Ah, das geht hier mit Shift, das geht hier gar nicht mehr mit. Okay, dann werden wir es konsolen. Erinnert sich nicht mehr daran, wie man positiv antwortet. Ach du Schande. Oh, das hat er ja bald andere Patterns. Auch wenn die gar nicht so stark sind, dann hier ärgern wieder. Du ja. Und es beginnt panisch zu werden, hyperventiliert. Oh Gott, dieses dunkle Wissmund, ne, vielleicht. Oh. Ist am Ausrasten. Gott. Oh. Sans, was hast du getan? Ja, Leute. So sieht also Sans das Alltag aus. Ach übrigens, ich hoffe mal gleich bald eine neue Kamera für die Pokémon Let's Plays. Und dann. Oh Gott. Und dann können wir hier endlich, genau, da kann ich euch endlich mein Gaster-Pokémon zeigen. Erscheint. Sieht nicht so aus, als würde es verkämpfen wollen. Okay, das wie ist schon direkt. Komm. Er hat sein Leiden nicht vergrößern. Ist denn jetzt direkt besiegt. Gott sei Dank. Ah, zwei Wege, Leute. Zwei Wege. Okay, wir haben hiermit jetzt unten den Weg freigemacht. Dies ist ein Puzzle. Dieses Puzzle beinhaltet, dass du deinen Weg findest durch ein unsichtbares Labyrinth. Ignoriere die Risse in der Wand. Nebenbei. Viel Glück, durchzukommen. Oh, Gaster. Tut mir voll leid. Oh. Ah, Leute, ich verstehe die Risse an der Wand. Also, hier hoch. Da weiter, da. Keine Ahnung, ob wir hier im Video die Risse an der Wand erkennen können. So. War das ein gutes Puzzle? Auf jeden Fall besser als die, die so in Undertale vorkamen. Oh, mein Hals. Ja, ein Speicherpunkt. Ich fühle mich verarscht. Das Gefühl. Keine Möglichkeit haben, vorwärts zu gehen. Es füllt dich mit Determination. Deine Fall wurde gesaved. Okay, Leute, wo ich schon dabei bin, dann werde ich hier direkt aufnehmen. Morgen kann ich eh nicht aufnehmen. Da passt es ja. Es gibt keinen Rückweg. Der einzige Ausgang aus diesem Ort ist zerbrochen. Du wirst hier für immer gefangen sein. Ja, war nur sicher, dass wenn du stirbst, es in eine Ecke oder so ist. Oh Gott. Ich möchte nicht, dass... Oh. Dass deine verfaulende Leiche irgendwo auf meinem Gehweg sein wird. Gaster. Ist aus der Erde rausgekommen. Reden wir mit ihm. Wir müssen ja anscheinend ewig immer das Gegenteil machen von dem, was wir normalerweise machen. Ignoriert dich. Was? Ah! Kau aus der Erde raus. Essen wir den. Du schlägst auf den Bauch. Also. Scheint sich an irgendetwas zu erinnern. Ich verstehe genau, was du sagst. Das ist die dritte Fremdsprache, die ich benutze, um mein Abitur abzuschließen. Interessiert dich nicht mehr für einen Kampf. Ja, wir müssen ja anscheinend wirklich immer das Gegenteil machen von dem, was sie im Normalfall wollten. Auch interessant. Das ist anscheinend wirklich so eine Art Gegenwelt. So. Und das kommt jetzt hier ein. Okay. Kam näher.
Dann ignorieren wir den. Junior ist kack. Es tut, als würde es sich nicht interessieren. Aber das greift uns ja auch gar nicht an. Das ist wieder hier so, nur so ein Partner, genauso wie im Original. Ah, besiegt. Du hast gewonnen. Ich hoffe, dass ich mir nicht den Namen merken muss. Na, ich werde den Namen einfach nur so zufällig dann am Beginn erfinden. Ah, ein... hat den Weg blockiert. Okay, dann ärgern wir das Vieh. Beim Normalfall müssen wir flirten. Ah, okay, wir haben schon besiegt. Die Namen sind hier so schwer auszusprechen. Fühlt sich nicht mehr wohl in deiner Umgebung. Oh. Das ist aber auch interessant. Die Originalviecher von die wollten von Anfang an überhaupt nicht kämpfen. Okay. Blockiert einen Weg. Ärgern. Bam 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 bam. Ich spuck hier, während ich da deren seltsame Sprache spreche, hier meinen kompletten Schreibtisch voll. Das ist nicht schön. Das könnt ihr mir glauben, Leute. Das Spiel ist schon viel länger als Uppertail, wie mir gerade auffällt. Es hat ja auch viel mehr Random Encounters. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Für dieses Puzzle musst du die korrekten Knöpfe drücken. Wenn du einen falschen Knopf drückst, wirst du von Anfang an beginnen müssen. Drücke links den Schalter, um zu resetten. Okay, es muss jetzt zu irgendeinen Tipp geben. Den gibt's immer. Hier unten irgendwo. Nö, scheinbar nicht. Ich bin mal gespannt. Ne. Das ist so fies. Hallo? Man kann mir nicht sagen, dass hier keine Tipps gibt. Das wäre einfach nur unanständig. Das wäre fies. Es muss irgendeinen Tipp geben, der darauf hinweist. Snack Pattern von diesem Vier? Ne, unwahrscheinlich. Und komm her. Hier vielleicht irgendein Tipp. Für die. Das ist jetzt ein interessantes Puzzle. ein wildes erscheint. Das finde ich gut. Bitte noch hier ein paar mehr Pokémon-Anspielungen. Das finde ich super. Muss sehr viel von diesen Viechern hier eigentlich nur bobben. Das ist auch interessant. Das ist gut, finde ich. Das ist gut. Wie sollen wir darauf kommen, was hier die Antwort wäre? Das ist doch hier extrem stumm. Und scheinbar auch viel zu schwer. Ja, will nicht mehr kämpfen. Komm, das ist doch unsinnig. Woher? Mehr Parts. Hmm.
verstehe es nicht. Ach, wartet hier vielleicht? Ne? Ne. Es gibt aber auch keinen Hinweis drauf. Ach komm schon, das ist schon außerhalb der Weite von frustrierend. Nee. Die Sache muss doch auch irgendeinen Zweck haben. Das ist ein Weitergang in diese Richtung, okay. Ist unten noch irgendwas? Irgendeinen Hinweis muss es geben. Sonst würde das Rätsel überhaupt keinen Sinn machen. Ja, wäre nur schön, wenn es den Hinweis gäbe. Wartet nochmal. Das ist ja... Okay. In einer Ecke, meint der. Komm bitte. Hier sind viele Ecken. Das sind auch genügend Ecken. Und irgendeinen Sinn müssen die Ecken jedoch bitte haben, wenn da hinten schon Ecken angesprochen wurden. Schockmoment. Jesus! Nee, ich habe ja gerade nichts zu kommentieren und ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Ein Eck meint der. Ja, musste doch die Antwort auch. Keine Ahnung. Ich will jetzt aber auch nicht im Internet nachgucken. Ich will das wirklich 100%ig blind machen. Nee, ich muss doch irgendwie von selbst drauf kommen können. Ansonsten suche ich jetzt gleich offscreen weiter. Weil das ist auch nicht spaßig für euch zuzugucken oder sowas. Schlecht heute. Es muss irgendeine Lösung geben. Eine Bullet Heal. Auch nicht.
Jo Leute, ich würde mal sagen, ich gucke jetzt offscreen weiter. Das macht wirklich überhaupt keinen Sinn, solange ich das nicht finde. Bis gleich. Ja Leute, ich geb's auf. Ich werde das in der nächsten Episode fortsetzen. Ich kann jetzt sicher im Voraus aufnehmen, wegen dem Puzzle. Und eventuell weiß ja irgendjemand von euch, was genau man hier machen muss. Und dann könnt ihr es mir ja schreiben. Ist ein kleiner Unterschied, ob ich im Internet nachgucke oder ihr es schreibt, oder? Ja, ich hoffe es mal. Aber ich selber werde da jetzt nicht nachgucken. So, ich denke, wenn ihr mir auch sagt, was man hier machen muss, eventuell auch ohne nachzugucken, ist einfach nur eine Vermutung, die ich dann der Reihe nach ausprobieren kann. Und ich einfach das Offensichtlichste übersehen habe, dann ist es irgendwie spannender, als wenn ich nur im Internet nachgucke. Also Leute, bis dann. Ciao!